So, willkommen zum letzten Lauf der Race Room DTM 1992 Meisterschaft. Wir sind hier in Zolder. Die Meisterschaft ist entschieden. P3 ist noch unsicher. Das ist eines der Duelle mit dabei heute, Patrick. Ja, servus. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ja, letztes Rennen. Mal gucken, wie es läuft. Und ist alles angerichtet. Ja, sogar die Körbe stehen hier. Und sogar zwar ganz schön hoch. Zolder, ja, die Wertung sagt uns, Patrick ist Meister, Send gegen Glocki, gegen Niki, Glocki sollte nicht da sein lassen, es wird ein Opel-Duell um die 3, ach mein Gott, wie weit sind wir abgesunken, dann kommt Heiko Fuhrmann, der ist auch schon weg, Tietze und Tingel, ebenso sollte nicht da, Mr. Schuld ganz einfach so, auch nicht da, Nismofen auch nicht da, Sean Bennett auch nicht da, Martin Moses an da, Kovacic an da, Gabor ist da, ja, und da geht's auch schon los, das Finale der 35. VSM-Meisterschaft. Viel Spaß. Ja, Patrick mit einem Start, aber der Start von Niki war noch besser. Aber ja, ganz überhaupt Patrick. Da ist Niki schon neben Kevin. Send auf die 4 vor, okay, also da auch ein besserer Start von ihm und ja, Sean Bennett, ne, das ist ja die 15, das ist der mit dem roten Streifen der BMW, nein, das ist Pascal Berninger, der Vizemeister und da haben wir inzwischen das Hat, ja wunderbar, das ist das Hat, ne, das ist der Vizemeister, der Mason, jetzt kommt hier unser Vizemeister gegen den Meister, jetzt geht's ja um nichts mehr für die Piloten. Wir werden so hoffentlich noch mal ein bisschen was anrichten und uns da viel, viel Spaß präsentieren. Für die Opels geht es noch um viel, nämlich um Platz 3, wieder Platz 3. Auch der GT3, glaube ich, sogar. Für Niki ist das Beste, Platz 4 und GT4 wäre für Niki das Beste, was er bisher rausgeholt hat. Ist ja auch erst seine dritte Saison, ist ja auch nicht so schwierig. Aber das zeigt eben auch wirklich. Berninger mischt mit. Oh, vorne auch geht zur Sache. Macht da richtig Druck. Und ja, mal gucken, ob Patrick den Druck da standhalten kann. Wurde ja im letzten Rennen abgeschossen. Heute hoffentlich nicht. Ja, die beiden können sich auf jeden Fall mal absetzen, ein Stückchen schon. Dahinter dann die Opel-Fraktion. Die Opel-Front, ja. Wie gesagt, Berninger und Gabor Wagner, ne? Oder ja, richtig. Die Rüsselsheimer Wand blockiert die Rüssel. Oder hat man gefahren. Da sind wir wieder von Opel. Wäre Niki vor ihm, so werden die beiden auf der Punkte gleich und dann hätte Niki ein P2. Schlecht. Ja, da müssen die beiden P3 kämpfen. Also, am Ende, wie gesagt, werden beide natürlich abfahren, wenn es so geht. Klar. Da reingespielt, dass eben ein paar Top-Kandidaten für die vorderen Plätze eben ja nicht immer mitgefahren sind oder Fehler gemacht haben oder hintergefahren sind. Da muss man dann auch erstmal, wie gesagt, also fahren und Patrick hat sich jetzt ein Stück absetzen können. Ich glaube, da war der Kevin in der letzten Chicane ein bisschen zu wenig auf der Bremse. Mal gucken, ob er jetzt die Lücke zufahren kann.
Da waren wir dann auf der Party-Tag nach dem Rennenende. Wir fahren da 35 Minuten angeblich, nein, die ersten 30 zählen nur. Oder so ähnlich, wir werden sie dann sehen. Und ja, die Uhr tickt mit, ne, zum letzten Mal diese Saison. Ja, ich habe Breaking News bezüglich der nächsten Meisterschaft, denn da wird es vermutlich erstmal keinen Hut geben. Seit der Flieger Sendung drüber. Da wird es mal gucken, ob es da noch irgendwas gibt bezüglich Hut und so weiter. Der war so groß, geht es einmal so wieder so weit sein. Da anpasst es. Erstmal kontrollieren muss, dann verlierst du da auch Zeit. Also ist ein Mix. Man sollte den Körper schon treffen, aber das ist ein bisschen, dann kostet es auch wieder Zeit. Ist auch dann wieder so eine Geschichte, wie tief lege ich das Auge jetzt hier, weil wäre es eigentlich ja kaum auf Curbs, eben nur über diese, ja, ich nenne es jetzt mal schnelle Schikane da im Mittelteil von der Strecke. Und da muss man auch immer wieder abwägen, wie tief war ich denn, weil natürlich ein Verschwerpunkt kann ich natürlich den Kurve besser nehmen. Aber wenn ich dann natürlich aufsetze in der Schikane und das Auto wegschmeiße, ist es natürlich dann auch wieder kontraproduktiv. Also wie gesagt, da muss man einen Kompromiss finden. Und Patrick hat sich vorhin jetzt, wie gesagt, ein Stückchen absetzen. Nein, ja, der ist einigermaßen zu haben. In der Tour. So langsam. Ja, der letzte zweite Mal wollte ja ein bisschen weniger sind. Also weniger Autos hier gefahren. Wieso dein Fazit zu machen? Ja, ich finde, das ist ein positiver Aufstieg, klar. Den werden wir vermutlich nicht halten mit dem nächsten Meisterschaft, egal ob groß oder klein. Deswegen. Ja, bin da. Na, falsch. Für das, was ich an die Angst über bin, ich über. Also, zufrieden. Das ist natürlich ultra. Weil U und Gabo. Ich weiß nicht, ich muss das nächste Saison. Das war das Motto. Eigentlich war das Ganze ja so geplant, so wie es jetzt quasi ist. Also maximal so zu 10, ne, halt eben einen kleinen Abschluss zu haben. Bei Events gut, da kannst du halt immer. In dem Fall auch wirklich Scheiße bauen. Wenn der nächste wegdreht, Peter Back. Na gut, ne? Was hast du sonst groß zu verlieren? Nix. Du kannst ganz normal fahren, dann drehst du dich frei weg und dann, ne, gibt es ja keine Strafe, deswegen Meisterschaft, das war schon besser. Und dann plötzlich, ja, ich glaube, 15,6 ist der Mitfahrerdurchschnitt oder 15,3, ne, irgendwie so. Also auf jeden Fall 15, verdammt gut, ne? Über drei Fahrer mehr, auf jeden Fall. Pro Rennen im Vergleich zu WTCR. Wobei ja die WTCR schon wieder gut war im Vergleich zu DT. Eben wieder die nächste Meisterschaft verlaufen und ob man eventuell das nochmal hinkriegt, ne? Und quasi als normales Produkt aufnehmen kann. Hier der deutsche Klaus ist ja Mulden und dann schon vierfache weniger Probleme. Ist ja hier mehr willkommen als Reisfahrer. Das ist halt irgendwie keine Ahnung. Die Reichweite fehlt immer noch. Der Klasse ist halt geschlossen, aber gut, ne? Bin gespannt, was jetzt kommen wird. Und in der nächsten Meisterschaft wird mich wieder da dabei sein werden. Aber ja, keine Ahnung, an sich, wie schon gesagt, 8,3 war es, dann wird es 12,3, jetzt sind wir bei 15,3, ne? Also in dem Fall jetzt 7 Fahrer mehr, ne, von Sommer zu Winter, das ist schon hier in dem Fall, ne, eigentlich ja, 70% der Piloten, ne? Auch wenn Benningen natürlich dann noch rettet, das sind nur noch 9 Stammfahrer mit dabei. Aber gut, ne, sonst ist halt nun mal die Abstimmung und die Punkte sind trotzdem recht knapp, ne, und deswegen passt es. Und es gab viele Ups und Downs, gab es, das Update ist halt ein bisschen unklar, etwas konkurrenzfähiger und jetzt sehen wir es auch. Das Duell in Position 3, Funkhaus und hier im Front vorsend. Ja, mal gucken, ne? Für sein wäre es natürlich moralisch gut, mal wieder P3 zu holen in der Race-Meisterschaft und für Niki wäre es eine Überraschung.
denn wir kennen, oder ich kenne ihn ja noch von der DTM16 und da war er zurückhaltend und hat gesagt, dass er mal ein bisschen Kämpfe hat. Das wird jetzt sehr, ich glaube, zwei Monate zweimal aus Podest gefahren. Also auch schon recht gut jetzt in der DTM, wird sich in der ganzen Season lang recht konstant unterwegs. Aber wir werden ihn hoffentlich auch hören noch hier im Final-Video oder hier Mitternacht rauskommen, so um 6 Uhr, das ist 6 Stunden Unterschied bei uns auch irgendwie, würde mich auf jeden Fall riesig freuen, denn, ja, das ist hier schon, klar, Videomacherei gab es auch noch abnehmen, bis die Meisterschaft selber dann wieder drin war mit den Videos, ne, gut, ne, aber das sind hier schon, wir haben den Comic der Saison mit Hut durchgebracht, das war ja auch so zu erwarten, sage ich mal, deswegen kann man schon, denke ich mal, ganz gut mit umgehen. Ja, es gibt gesagt, es ist ähnlich. Wenn das mal den Wettkampf da auch noch verfolgen zwischen den beiden, zwischen Niki und Sen. Ja, hätte ich auch nicht erwartet, wie gesagt, dass wir da so ansteigen in der Teilnehmeranzahl. Für mich auch ein bisschen ungewohnt. Weil ich ja gefahren bin, die jetzt nicht so teilnehmerstark waren. Ja, hat mich auch gefreut, dass wir sind ein paar Leute VGT da drin hatten, muss auch wirklich sagen, dass wir, ja, auch wenn jetzt hat ja, ein paar Top-Fahrer immer da waren oder Server-Connection-Probleme etc. pp. Hatten, dass es ein richtig starkes Fahrerfeld war, das sich auch sehen lassen hat. Was dann in Zukunft kommen wird. Währenddessen ist es ziemlich eng da zwischen Send und Niki, ja. Das ist völlig korrekt. Hier vorne ist es ein bisschen gelichtet, ne? Das ist so Hälfte quasi. Ja, aber wie gesagt, nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ich denke, das war da in Zukunft auf jeden Fall. Was auf die Beine stellen werden. Mal gucken, wie gesagt. Wir planen immer drauf, man natürlich, das geht immer natürlich auch was wollen die Leute fahren, eben im Race Room. Oder wollen generell einfach die Leute lieber Race Room fahren oder wollen sie halt was anderes fahren? Ja, wie gesagt, auch ein paar, die lieber PKs fahren wollen, anscheinend. Da muss man halt gucken. Und dann sich ein paar entscheiden, da einen anderen Weg anzustellen. Aber ja, da vertraue ich dann im Sinn, wie gesagt. Genau, ja, das sind die beiden da jetzt im Kampf geworden, Niki und Sen. Und Sen guckt sich Niki jetzt mal ein bisschen aus. Dann finde ich so ein bisschen, als ob ja, Sen ein bisschen schneller könnte. Aber natürlich, Teamkollegen. Platz 3, da will man jetzt natürlich nicht dem anderen abschießen, Fehler bauen oder ja, man kann das Rennen versauern. Deswegen natürlich ist hier Vorsicht geboten und man sieht es ja oben links auch noch auf der Uhr, es sind noch 16:45 gleich zu gehen. Also noch viel Zeit und wie gesagt ein Fehler und ja, das Ganze kann dann für den einen oder anderen entscheiden. Und hier passiert der Fehler, die geht in das Bett und
verschiedenen Gründen. Man hat vielleicht nicht die Möglichkeit, und aufgrund der Streckencharakteristik, dann ist so oft, wie gesagt, ein probates Mittel, da einfach zu sagen, okay, ich baue Druck auf, ich schaue mir das an. Bei der Gegner, das machen die meisten Fahrer und alle Fahrer, immer in den Rückspiegel schauen und dann irgendwann mal dann passiert eben sowas, was wir gerade gesehen haben, der Schikane. Wobei, wie ich jetzt das Gefühl habe, da aufschließen kann. Zed hat einen Fehler gemacht in Turn 1. Gerade hat er nicht den Schwung mitnehmen können, war ein bisschen zu weit draußen. Und wie gesagt, es ist unglaublich wichtig, hier den richtigen Exit, die richtige Linie zu haben. Und vor allem Turn 1 ist sehr, sehr schwierig, weil man sich dann extrem weit raustragen lässt. Und erst eigentlich kurz vor knapp, wenn man dann merkt, okay, es reicht, dann reagiert man, aber dann ist es schon fast zu spät. Ist man entweder ins Bett oder man bleibt noch knapp. Das ist ja keine einfache Stelle. Aber Niki steckt nicht auf. Von daher mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Geschuldet eben, dass da jetzt nicht mehr so viele Teilnehmer leider am Start waren. Warum gerade jetzt beim letzten Rennen, kann ich natürlich auch nicht genau sagen. Trotz allem, wie gesagt, mit 15,3 war das ganz in Ordnung für Race Room. Ja, wie gesagt, vorne fährt Patrick. Das Ding runter, Kevin dahinter und das Hinzimmer sind kein ziemlich am Limit zu fahren. Ja, bin ich vielleicht noch nicht so ganz erfahren. Also hier würde ich sagen, ich nehme euch mal mit auf eine Runde. Also wie gesagt, wir fahren hier in Turn 1 rein. Recht weit, recht viel Schwung mitnehmen, auf Screen austreiben lassen und halt natürlich möglichst viel ans Gas. Dann hier auch wieder richtig zeitig auf dem Gas sein und die richtige Richtung haben. Auch hier wieder möglichst weit innen an den Körper und recht weit nach außen tragen lassen, recht viel am Gas sein. Und hier ist es, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, was ich angesprochen habe. Körper mitzunehmen, aber nicht zu hart. Also so wie es jetzt nicht gemacht hat. Vielleicht ein bisschen mehr. Und auch hier ist es wichtig, hier kann man schon, wie gesagt, über den Körper auch rüberfahren, das ist nicht ganz so schwierig. Hier muss man relativ viel Schwung mitnehmen, in dieser Schikane, hier relativ viel Schwung mitzunehmen. Und hier ist auch das Auto dann relativ unruhig, weil man halt die ganze Zeit auf dem Gas steht und das Heck dann kommen will und ausbrechen will. Genau, der Punkt ist auch wichtig, sich eben wie
weit auf den Außenkörper raustragen zu lassen, um auch wieder viel Schwung mitzunehmen. Genau. Ja, und der letzte Schikane kann man eigentlich nur sagen, nicht zu hart den Körper nehmen, weil dann das Heck kommt. Und auch, wie gesagt, es ist immer das A und O. Das kann man eigentlich verallgemeinern für jede Rennstrecke. Es ist immer das A und O, einfach viel Schwung mitzunehmen in jeder Kurve und immer ein bisschen mehr den Fokus auf den Kurvenausgang zu legen als am Kurveneingang. Also nicht mit zu viel Sprung in die Kurve rein, Ausgang dann rechtzeitig auf dem Gas sein und dann einfach den Sprung mitzunehmen. Das einfach mal so vielleicht noch als Tipp oder generell Anmerkung, wie man da fährt, oder vielleicht gerade oder vielleicht auch in Anfahrt. Ja, ich kann mich fragen, ob man bei besseren Fahrern da diese Zeiten zustande. Es wurden ja auch keine Tipps jetzt hier mit eingeblendet. Aber wie gesagt, falls da Fragen sind oder so, kann man auch gerne mal ansprechen, der hilft da gern weiter oder eben Fahrradzufahrer, die da auch vorne dabei sind. Also wir sehen die Kompetitive, wir helfen gern. Und einfach fragen, ich beiße auf jeden Fall nicht. Naja, müssen wir nicht. Okay. Ja, Niki beißt nicht, er greift einfach. Nee, Send ist vorne gerade. Ja, sag ich doch, Niki beißt nicht, er greift eher Send dann. Okay, sehr gut. Der Benz von einem, der entweder Adam oder Peter heißt. Weiß es nicht. Noch 9 Minuten stehen auf der Uhr, dann sind wir durch, ne? Mit dieser Saison, die 35. geht dann eben auch zu Ende. Dann haben wir nur noch, zu dem Zeitpunkt, Project Cars, das ist auch schon vorbei, dann haben wir nur noch die Formel 1 Liga und die hat erst die Finale Mitte Februar, also die ist ja völlig außer Rivalität quasi. Die kann man nicht vergleichen. Aber gut, wie schon gesagt, hier ist es auch endlich soweit für normale Unfallgebiete, steht unmittelbar bevor hier in Zolle. Und ja, die Opels, die machen es spannend, wenn einer sich wegdreht, dann ist der andere voll. Man weiß nicht, wer ist, aber man weiß schon, wer es nämlich noch hat. Links eingeblendet. Wollte mal nur 12 sein, wir haben uns ja schon mal ganz voll, ne? Und das sehen wir nicht. Da hatte ich auch bereits schon erwähnt. Ja, klar, wenn weniger Leute mitfahren, gibt es weniger Zweikämpfe. Es ist logisch, dass das ein bisschen ja unspektakulärer wird. Aber trotzdem haben wir hier einen Zweikampf. Ja, man sieht Patrick fährt da vorne weg. Ich denke, wenn er keinen Fehler macht, wird er das Ding dann auch holen. Aber die beiden, die geben uns mal richtig 30 Minuten, nee, 22 Minuten ist ja schon relativ nah beisammen gewesen. Und natürlich, beide wollen P3 holen. Und nach der Konstellation würde, glaube ich, Send auf P3 sein. Ja. Er wäre auch so auf P3, dann würde eben Niki den P3 bekommen, weil er eben einen zweiten Platz mehr hat als er. Ja, man sieht, Send fährt halt ein bisschen weiter, sag ich jetzt mal, nimmt da mehr, wie nennt man das? Also nutzt halt die Streckenbreite mehr, besser aus. Das ist, wie gesagt, ein wichtiger Punkt, über die Strecken weiter aufwärts. Ja, genau. Ja.
Niki dreht sehr weg. Das ist schon die Vorentscheidung. Weil das zuzufahren in 6 Minuten, ich glaube dafür, ja, sind sie dann von der Pace einfach zu... Zu gleich, meinst du? Gleich, ja. Mir fehlen auch manchmal die Wörter heute. Uiuiui. Verpasst hat so ein bisschen die Schikane. Das war nicht so gut gefahren. Genau, die letzten 5 Minuten laufen. Ja, Vorsprung ist schon relativ groß. Auf Kevin und da nicht mehr. Mit einem Punkt und sein erster Punkt wäre das hier. Das noch, glaube ich, nach der Runde noch 2 Runden, die wir zu fahren sind. Wenn ich das jetzt. No. Nee, weil wir haben ja, glaube ich, eine Rundenzeit von 1,32, 1,33. Von daher. Ja. Wenn er über 1,33 ist, oder 1,34, sage ich jetzt mal, dann wird es wohl noch eine Runde und. Danach sieht's aus momentan. Ja, man sieht eigentlich noch zuzukommen, weil ich ja gesagt habe, wie man hier fahren sollte oder ein paar Tipps gegeben habe. Sieht einfach, wenn ihr halt hier den Endspurt mitnimmt, die Kurve und halt immer relativ früh halt auch im Gas zu sein. Wenn man das jetzt mit dem Vordermann jetzt gleich vergleicht. Ich weiß gar nicht. Nö. Oh, das ist klasse, wie der andere Runde. Platz, nee, kann man jetzt nicht vergleichen. Ich habe auch nach dem Rennen mit Kevin nochmal geredet und habe auch seinen Onboard mal angeguckt und habe auch nicht gesehen, warum ja, da jetzt der eine schneller war wie der andere. Es sind auch teilweise wirklich nur Nuancen, wie man eine Kurve anfahren muss. Und wie gesagt, in jeder Kurve ein Zehntel macht dann halt am Ende dann doch eine Sekunde aus. Daher, ja.
aber um halt mal einfach so ein Gefühl zu bekommen, wie gesagt, Dellen habe ich ja ein paar genannt, die man achten soll mit der Bremssäule. Ja, ist auf jeden Fall eine recht schöne Rennstrecke, also da spricht nichts dagegen. Wir waren hier bisher nur ein, zwei Mal, glaube ich, genau, und dann kamen wir mit der WTCR her, mit der Liga jetzt hier wieder. Deswegen wurde das Jahr, es werden vermutlich noch, es wird noch mehr Neodons, wird aber jetzt zwischen DNF, ach Gott. Kriegt doch keinen Punkt. Bitte? Kriegt er keine Punkte dann? Nein, also 0 Punkte in seiner ersten Saison, er ist ja schon bei der Rookie-Meisterschaft für AC angemeldet von da an. Okay, mein Gott. Hauptsache, er hat schon Spaß gehabt in seiner ersten Meisterschaft und wir werden ein Teil, das ist schon mal so das Wichtige und dann ja, kommt sich mal das andere. So, letzte Rennrunde. Ach Gott. Ach, Gott sei Dank wird er weg. Ey, das ist immer so diese doofe Sache an diesem, an dieser Scheißruder. Habe ich aber auch nie bemerkt, das ist das erste. Ja, weil ich das immer schon wollte, dass sie das wegschneiden, aber heute haben sie es anscheinend etwas asynchron geschnitten. Aha. Die Uhr, die hat er dann so 20 Sekunden lang. Dann wird's verrückt. Ich habe gestern einen Kommentar reinbekommen, jetzt ist mein Nachbar wach, ich bedanke mich bei dir. Ja, mein Gott. Ist der Nachbar halt wach? So, letzte Schikane für Patrick, dann hat er's im Sack. Richtig, letzte Sieg in dieser Saison, der möglich ist, er holt sich den Sieg hier. Die Saison ist somit auch offiziell vorbei. Juhu, wir freuen uns. Yeah, everybody dancing. Sind. Dankeschön, das kommt aber gleich noch, ne, glaube ich. Die Dankesaussage für die Piloten und für uns, ja, hoffentlich. Aber ja, klar, ich bin natürlich auch bei dir. Mal gucken, wie sie dann auch schon wieder in der GT3 oder so. Ich glaube, wir haben auch relativ positive Resonanz bekommen von unserem Publikum, wenn man das. Ich hoffe. Jetzt kommen also mit der Mistgabel vor unsere Tür. Relativ viele Daumen nach oben und relativ. Also eigentlich gar keinen Daumen nach oben. Ich glaube fast gar keinen. Jetzt Achtung, haben wir so 3 Dislikes. Freut. Zeigt mir bald nie, ne? Ne, klar. So, und denn, wie gesagt, Dritter und damit dann auch sind in der Gesamtwertung Dritter. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Oh, jetzt stehen sie sich im Stau, oder was? Boah, jetzt nicht gerade, was sie da machen wollen. Wahrscheinlich ein Video. Gruppenvideo, aha. Gruppenfoto, sorry. Ja, Video geht auch. Ja, anscheinend. Gruppenfoto. Jo. Das läuft richtig gut. Was war jetzt los? Ich war gerade kurz abwesend. Keine Ahnung, ich glaube, sie hat immer noch ein Video gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wenn der gefallen war. Da blinkt er. Für mich deutlich schöner und angenehmer als bei anderen Autos. Die haben mir nicht so gefallen, wie gesagt. Ach Gott. So. Ich habe gerade einen Stapel Papier in der Hand, wenn man den vielleicht hört. Ja, hör ich. Das ist das HUD, das aufgeschrieben worden ist. Okay, und jetzt
muss es echt mal wiegen, Alter. Das ist auf jeden Fall mehr als ein 80-Blatt-Block. Und ich zitiere in der Schönwarte, ich denke, man hätte rund 3/4 auf meines Blattpapiers sparen können, aber pro Runde halt ein altes Blatt. Ne? Ach so, schon. Ja, gut, wenn ich mal immer so gucke, wo ich auch noch ein lebendes Blatt hatte, ne? Wo noch alles voll ist, alle Zahlen, da gibt schon so näher. Also, ja, war auf jeden Fall bei der Nuschere auch gemacht. Stimmt, dein Papier fehlt. Ja, da sind wir dabei, glaube ich, sind wir. Ja, ich glaube, da muss man zu den Zeit und wir schauen wir dann. Ja, mal gucken. Sollte habe ich auch dann auf eine Seite 2 Runden. Also das ist. Kann man riesen viele Stapel drin machen, ne? Das kostet also auch alles natürliche Ressourcen, ne? Meine Freunde. Und ja, von da an, das räume ich jetzt auch mal hier in den Schrank rein, was das auch mit dem hat, ne? Für dieses Jahr. Für dieses Jahr, genau. Für dieses Jahr. So, jetzt glaube ich bald alle aufgestellt. Na, ja, glaube ich auch. Dauert auch immer so eine Zeit lang. Hier, Opel stehen da etwas abseits. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Naja, wie dem auch sei. Was gibt's denn noch zu sagen? Eigentlich haben wir schon alles gesagt. Ja, wie gesagt, wiederhole mich dann schon wieder, aber wie gesagt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu kommentieren. Mal gucken, wer dann die nächste Race Rubrika kommentieren wird. Vielleicht wird es mein guter Kumpel Bembel sein, aka Sebastian, Grüße gehen raus, oder Glocki. Oder vielleicht ich, je nachdem. Das müssen wir mal schauen, je nachdem wer Zeit hat. Oder auch wer mich hier überhören will. Also Dennis ist auf jeden Fall am Start wieder, wie immer. Und ja. Ich hab mich auf jeden Fall gefreut. Ich finde, der Niki kann gut driften, ne? Ja, auf jeden Fall. Bei Patrick sieht es nicht ganz so gut aus. Wie bei den Ungarn. Oh, sportlich. Aber jo, Kevin ist da schon mal an der Finishline, ja wunderbar. Kevin gewinnt das Rennen. Wir sind ja nichts eingebildet. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt mal hier vom Finale. Und wir sehen uns nach den Interviews wieder, ne, wenn das Niki noch schön ins Ziel fährt.
So, ja, ich bin sehr zufrieden. Klar, P3 ist immer schön, ne? Und ja, das Rennen, das war ein toller Kampf mit Niki. Ein Opel-Kampf. Da merkt man mal, was Opel eigentlich aushält, ne? Und vor allem, wie fair es dazugeht im Vergleich so zu manch anderen deutschen Automarken. Naja, also, es lief toll. Es war ein toller Kampf bis zum Ende, bis zur letzten Kurve eigentlich. Und ja, ohne Training da so, es war mir aber auch klar. Aber gut, wenn man halt Weihnachten hat, ne? Dann wird schwierig. Dann noch irgendwas unterzubringen, was zusätzliches, und ja, ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem Rennen. 50% der Rennen auf Podest, eigentlich ein Rennen mehr, also eigentlich war es nur Hungaroring und Lauf 1, wo ich halt nicht am Podest war. Deswegen, naja, keine Ahnung, also, ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden und gehe natürlich gut in die Hotel Competition oder ins, ne, Jahr 2019 rein. Bedanke mich P3 und P2 für Opel, ne? Also Opel ist jetzt, ne, amtlich Zweiter, also hinter BMW, das passt auch. Mal gucken, wenn wir dann ein paar Fahrer mehr reinbekommen, dann ist BMW vielleicht auch bald die Geschichte. Dann passt es. Vielen Dank. Nein, also zufrieden und Punkt. Jetzt auch Ja, die Nummer 16 weitermachen. ich fand mein Rennen auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Was mir am Anfang auch sehr gut gefallen hat, dass ich am Anfang sogar mit Patrick ein bisschen mithalten konnte. Danach, muss ich leider zugestehen, da habe ich mich in der letzten Kurve irgendwann sehr, sehr verbremst. Seitdem war irgendwie dann, ja, ich konnte meine Linie einfach nicht mehr ganz finden. Ich habe immer nur hier wieder so einen kleinen Patzer drin gehabt, da wieder einen kleinen Patzer. Und ja, das hat sich dann irgendwann zusammengestaut, dass es am Schluss irgendwas mit 15 Sekunden waren. Also, ja, ich sag mal so, im Großen und Ganzen, das Rennen war sehr gut. Die Meisterschaft war sehr gut. Man hat neue Leute kennengelernt. Super Leute. Alles cool. Und ich würde auch sagen, wenn es nochmal so eine Meisterschaft gibt, über DTM 92, wäre ich auf jeden Fall mal wieder dabei. Alles klar, dann bin ich dran. Ja, wie der Kevin schon gesagt hat, die ersten paar Runden war er mir echt im Getriebe gehangen. War auf den Geraden, hatte ich das Gefühl, immer ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob das vom Windschatten kam oder ob er einfach eine richtig gute Übersetzung gefunden hat, die ich nicht hatte. War die ersten zwei, paar Runden auch ein bisschen verhalten, teilweise hat ein bisschen früher gebremst, als ich hätte vielleicht eher tun müssen. Aber das habe ich deswegen gemacht, einfach um zum Beispiel in dieser schnellen Schikane dann nicht zu cutten. Wäre jetzt nicht so cool natürlich gewesen. Ja, ansonsten, irgendwann mal habe ich dann, wo der Kevin dann auch ja, ein bisschen weg war, ein, zwei Sekunden, habe ich dann. Ja, die Rennpace eigentlich gefunden und hab dann ja kontinuierlich den Vorsprung auch ausbauen können. Hab auch eine relativ ja gute Rundenzeit dann gefahren über einen längeren Zeitbereich und hab's dann in den letzten 10 Minuten ja dann nicht mehr so ankommen lassen, hab dann ein bisschen rausgenommen. Insgesamt natürlich hätte ich nicht gedacht, dass ich die Meisterschaft hole. Da hat natürlich auch viel reingespielt, natürlich auch der Sascha, der da jetzt ja die Hälfte von der Saison leider verhindert war. Wäre sicherlich ein harter Gegner geworden für mich. Auch der Glocki, ich weiß jetzt nicht, ob es am Update lag, aber nach dem Hockenheimring kam ja auch bei ihm dann der Abfall. Matej, ich weiß auch dann nicht, was da passiert ist. Da ist dann auch am Ende leider nicht mehr mitgefahren. Aber ich denke, dass ja bis auf der Nordschleife ich eigentlich das Maximal eigentlich rausgeholt habe. Nordschleife, da war der Kevin einfach extrem stark. Das war eigentlich fast unmöglich. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich wenig trainiert habe. Aber trotz allem, also der war dann nochmal 3 Sekunden schneller pro Runde. Und dementsprechend habe ich eigentlich das Maximale rausgeholt aus der Saison, was ging, und bin auch sehr zufrieden. Habe mich auch, wie gesagt, gefreut über ein paar neue Namen hier, die teilgenommen haben. Die Mitfahrerzahl ist ja auch gestiegen. Daher passt es und ja, ist ein runder Abschluss dann für 2018 für mich natürlich. Dankeschön. Und Thank you.
Das war. So, also wir sind wieder zurück, ne? Die Top 3 haben wir gerade noch gesehen. Und dann kommt der Sparta schneller Gewinn vor Kevin Wolf. Send wird am Ende Dritter vor Niki dann eben, ja, Berninger eigentlich P5, aber der bekommt eben Gaber, P6 dann eben Laszlo. Sag ich schon mit dem Überrundung los, okay. Peter Back, 7. Adam Wager, 8. Nico Thurmann, eben DNF, 9. trotzdem. Also, oh, da stehen Punkte, ja wunderbar. Das ist, er bekommt natürlich keine Punkte. Pascal nicht weiter vorne? Bitte? Pascal nicht weiter vorne? Ne, steht er da. Gastfahrer P5. Ach so. So, die Platztabelle im finalen Zustand, ne, so sieht's aus. Da wir sehen, klar, ne. Audi Ammer gewonnen, BMW sonst alle Sachen gewonnen. Opel hat aber, ja, 4/6, also das 66% der Rennen standen sie mit auf dem Podest, ne, nur Salzburg im Anfang schwieriger standen, dann eben Hungaroring, ne, nicht da und DNF. Also Update und neu, also alles neu. So, also jetzt hier ist erstmal die Wertung, wir werden dann nochmal die Official Results im Final Video für euch da haben. Partyschneller gewinnt vor Kevin Wolf, dann kommt Cent, Niklas Funkhauser auf der 4, Josef Klopper auf der 5, Falco Fuhrmann 6, Tizer Tingel 7, unser Herr Schulte auf der 8. Position, insofern wird 9. Gaber Wager 10. Sean Bennett 11. Martin Moses 12. dahinter Sebastian Kovacic, Kriegsheim, Laszlo, Back, Ferguson mit Sophie, Wager, Thurmann, Edward und Howard. Inklusive 2 nicht angetretenen Ford-Fahrern und 2 nicht angetretenen Mercedes-Fahrern, ne, das darf man nicht so ganz vergessen. Teamwertung BMW vor Opel, das war schon mehr als klar, dass Opel noch Audi bekommt, war cool, aber gut, ne, wenn halt Audi 0 Punkte holt, dann ist es mir auch irgendwie klar. Mercedes aufgrund der nicht so vielen Punkte der Fahrer natürlich, ne, leider auf dem letzten Platz mit Punkten und Ford, die müssen mit drin stehen, wo es sich eigentlich in der Saison gar nicht so auf der Strecke gab. Ja, da haben sie recht, ne? Ja, in der Tat. Besser hätte ich es auch nicht sagen können, wie du. Die rumänische Flagge wurde, okay, sehen wir es zwar nicht mehr, wurde mal wieder produziert. Anhand der Form, wenn man sie querlegt. So, ja, Patrick, das war's. Ich bedanke mich bei dir natürlich fürs Kommentieren. Mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr aussieht, ne? Mit GT3, DTM und etc. pp. Mit Audi TT Cup. Ja, deine Meinung? Ja, wie gesagt, hat mich auch gefreut. War ein schöner Abschluss, wie gesagt, besser als erwartet. Ja, freue mich natürlich auch über die Meisterschaft, die ich geholt habe. Und ja, mal gucken, wie es 2019 dann weitergeht. Vielleicht wird man mich mal als Kommentator sehen. Dann in der ersten Saison dann 2019, wo ich ja wie gesagt nicht teilnehmen werde. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das waren wir hier live aus Tolda. Ihr hört mich dann noch mal im Final Video. Ich sage aber trotzdem mal tschüss. Live hier aus Tolda in Belgien. Jo, tschüss. Oh,